Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2 mit mir, dem Partial LP. Nach einer noobigen Beginn, da geht es da weiter. Wir schauen mal, was denn da so drinnen ist. Komm schon, Mann. Mit der Zange geht's auf. Und ich frage mich jetzt wirklich, Kleidung. Oh, Secondhand, Vintage. Aha, kugelsichere Kleidung. Ja, praktisch. Ach so, den Container meinten sie. Ach du heilige Scheiße. Wurz, bist du hier drin? Die Leichen sind stark verwest. Die Männer sind schon seit Wochen tot. Ach du heilige Scheiße. Wurz? Frank. Frank! Der lebt noch? Ich bin's. Mason. Was haben die mit ihm gemacht, Hudson? Wie der aussieht, ne? Scheiße! Ein Hand ist hinter uns her! Bring Wurz weg! Komm schon, Wurz! Okay, okay. What the fuck? Die Waffenkiste ist eine Goldmine. Bedien dich! Ausschalten! Aha, die ist ferngesteuert. Diese. Ich dürfte ihn getroffen haben, oder? Und ich dürfte ihn nochmal getroffen haben. Eigentlich. Eigentlich, ne? Oh, meine Maus nicht so sch... Bleib doch stehen. Nope. Meine Maus ist so hyper scheiße eigentlich. Hat eine Razer Imperator. Kann ich nicht empfehlen. So, jetzt habe ich wieder Muni. Ah, er raucht aber schon. Ich habe ihn schon paar Mal getroffen. Wo ist er denn? Hier. Bleib ein bisschen stehen. Ja, genau. So gefällt mir das. Ah, jetzt musst du mal down gehen. Jetzt wird schon unrealistisch. Sag ich doch. Uns geht unter, Mason. Ich hol ihn. Da ist er. Boah, was der schon durchmachen musste wahrscheinlich. Dann schwimmen wir mal an Land. Ja, der ist komplett im Arsch. Wir haben jetzt wahrscheinlich die Aufmerksamkeit jedes MPLA-Soldaten hier. Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir müssen los. Und den noch im Gepäck, das wird nicht einfach. Da jetzt durch den Dschungel zu fliehen oder in den Dschungel. Komm schon, Wurz, ich helf dir. Ich hab dich, Bruder. Besonders, weil die ja echt geschult drauf sind, also die Gegner, hier im Dschungel zu kämpfen, zu fighten. Die Antenne bedeutet, sie haben ein Funkgerät. Wir können Savimbi um Evakuierung bitten. Nee, das spielt hier gar nicht in Asien, ne? In Afrika trotzdem. Moment. Hinter den Stamm in Deckung. Was zur Hölle machen die Kubaner hier? Das sind nur Kinder. Kindersoldaten. Você quer ser criança ou quer ser homem? Acá, encontramos algo.
Gehen wir. Ich hoffe, er überlebt. Ich hoffe es wirklich. Verdeckt bleiben, den Kopf unten halten. Nicht bewegen, sie sollen vorbeigehen. Okay, auf mein Zeichen rennen wir zur Holzhütte. Jetzt! Ja, lass mich vorbei. Will mich da nicht vorbeilassen, rennt zur Holzhütte, ne? Ach so, noch weiter rein. Gott, da ist ja einer. Nicht bewegen. Noch mehr Patrouillen. Auf mein Zeichen gehen wir zum Gras. In welches Gras? In welches Gras meint er denn? Zusammenbleiben! Ach so, in das Gras. Okay. Da ist schon wieder einer. Aber ich folge dem einfach. Dann kann ja nichts schief gehen, oder? Ist ja ein Kollege von mir. Der dürft wissen, was er macht. Scheiße, sie haben uns gesehen, Mason. Position halten. Ja, wie denn? Ich war direkt hinter dir, du Bastard. Ich war direkt hinter ihm, ne? Gut, nochmal. Ja, ja, ich bin gebückt. Ich bin gar nicht da. Wir sind gar nicht da. Meine Zuseher sind gar nicht da. Position halten. Sie sind direkt vor uns. Okay, es geht los. Raus aus dem Gras. Boah, nicht so schnell. Du schaffst das, Frank. Ich rufe per Funk Hilfe. Ich kümmere mich um Wurz. Toll. Scheiße. Pass da oben auf dich auf. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Nein, nein. Fuck it, ich hab keine andere Waffe. Was soll ich denn machen? Ich hab nur die Panzerfaust mit. Schaffst das, Frank. Ich rufe per Funk Hilfe. Ich kümmere mich um Wurz. Und ich habe aus Versehen eine Granate geworfen. Das kommt ja noch. Hallo. Ja, ich hab nur... Pass da oben auf dich auf. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Ach, okay. Draganov. Schon besser, ne? Schon besser. Ich dachte, die kommen von Anfang an hierher. Da ist einer. Da ist einer. Mullah Rahman, kümmern Sie sich nicht um die lokale Politik. Prosta Marionetka, как ты? Дели, как сказано. Du bist tot, wenn du nicht genau das tust, was ich sage. Stell das Funkgerät auf. Du wirst mich töten, ja? Niemand bewegt sich oder der Wichser stirbt. Americano le está diciendo que no se muevan. Maul halten. Él piensa que está en control, pero él no es. Ich sagte Maul halten. Die Waffen runter. Ich schwöre bei Gott, ich töte diesen Bastard. Los americanos no saben nada sobre la lealtad.
Quizás nosotros deberíamos demostrar. Du Hurensohn! Holy crap. Hudson, wir sind unterwegs. Geh zum Strand. Steht die Evakuierung? Negativ, wir sind allein. Zum Fluss gehen. Okay, laufen, laufen, laufen. Das halbe Dorf ist anscheinend hinter uns her. Ja, das ist es. Da ist es ein bisschen was. Sie kommen näher. Wir brauchen mehr Zeit. Wir haben da ein bisschen Scheiße gemacht. Kletter rauf und gib Deckung! Ja, ja, ich gebe auch... Oh, wo ist denn der mit dem RPG, ey? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wollt ihr mich... Oh, ich sehe nichts mehr. Ich bin bekifft. Alter, wie gut trifft denn der? Ach so, das wäre... Okay, wohin gehen... Oh Gott, wohin gehen wir? Ich sehe nicht mehr. Da hinten, okay? Okay. Holy crap, ich bin am Sterben. Wir müssen uns weiter verteidigen. Bring Wurz in Deckung! Da nimmt meine Granate. So, jetzt habe ich mal ein paar. Es kommen noch mehr! Echt? Es kommen noch mehr? Fällt mir gar nicht auf, so ehrlich gesagt. Weiter feuern, Hudson! Du bleibst da hinten. Läuft doch gar nicht so schlecht gerade. Wir müssen es zum Fluss schaffen. Boah. Werfe Rauch! Oh Gott! Komm schon, Wurz! Der rennt mit da mitten rein, ne? Ich hab dich, Bruder! Verdammt! MG-Truck auf den Wasserfall! Ich mach hier das! Können wir nicht bleiben! Bring Wurz in Deckung! Weiter! Weiter! Lauf einfach. Es sind zu viele. Sie rücken schnell näher. Bewegung. Was? Das soll ich verteidigen? Wurz wird beschossen. Hilf ihm nicht. Oh Gott, das sind ja wie im Ameisenhaufen. Wo sind die Mörser? Da oben. Da treffe ich ja gar nichts. Oh Gott! Okay, hau ab, ey! Da ist ein Boot am Strand! Na los! Ja, dann laufen wir. Komm, oh, lauf! Also, mein Charakter, der schiebt mich immer in den Tode, ne? Wo ist... Du meinst nicht das Boot, oder? Gott, was ist mit... Wir müssen hier weg, sofort! Was ist mit euch los, ey? Lauf doch weiter! Na los, Frank! Okay. Wir kommen raus! Scheiß Russen. Verdammt, kein Entkommen. Damn it. Was zum... Hä? Hatten Sie schon Angst? Hä? Ja, hatten wir. Na los! Aber echt. Objetivos a la base! Also. Amenaza la 10! Wir haben ihn, Mason. Multiple Arms in Movimento! Ihr könnt mich nicht töten. Ihr könnt mich nicht töten.
Wegen deinem Dad. Er hat alles für mich riskiert. Ehren, Freundschaft. Ja. Contato! Er ist genau wie du, Kleiner. Juhu, wir haben es geschafft und wir machen einfach gleich weiter, damit wir mitbekommen, was denn läuft, aber natürlich so, fing alles an. Geht's nicht weiter. Menendez töten, Menendez will Rache, auch Jahrzehnte später. Menendez war damals ein großer Fisch in einem kleinen Teich. Er führte ein Drogenkartell von Nicaragua aus. Es war sein Erbe. Den Alten hatte die CIA kalt gemacht. Der Zyklop ist mächtig angepisst auf Amerika. Während wir im Mittleren Osten rummachen, lehnen die Russen und Chinesen sich zurück. Und die Politiker? Sie wollen, dass er denkt, es geht um Ideologie. Das ist so eine Scheiße. Gib mir dein Telefon. Selten Erdmetalle. Die ganze Scheißwelt hängt davon ab. Wer kontrolliert das alles? China. Und während Amerikas Wirtschaft Chinas Arsch küsst. Hat das Netzwerk Cordis Deal durch jede Menge Kontakte gleichzeitig Proteste im Iran und in Nordkorea angezettelt. Stets im Verborgenen. Wer ist wirklich der Anführer von Cordis Deal? Man kennt ihn nur als Odysseus. Odysseus? Am Arsch. Raoul, scheiß Menendez. Arschloch. An JSOC hat's niemanden interessiert. Der Drohnenwettlauf hatte begonnen. Im Ernst, Leute? Ihr wollt wirklich ein ganzes Militär auf einem Mineral aufbauen, das unter Kontrolle von China steht? Ich brauche einen Drink. Hol mir eine Cola. Hol sie von den Schwestern. Nicht in die Scheiß. Chinas Premier Chen ist außer sich wegen Cordis Deals zugespielte Memo, laut dem der Cyberangriff insgeheim vom Weißen Haus befohlen wurde. Nach all der Scheiße, mit der die US-Regierung durchgekommen ist, ist sie diesmal unschuldig. Aber niemand glaubt es ihnen. Sie schalten Cordis Deals Netzwerk aus. Zwei Tage später verbrennt der Leiter des FBI. Lebendig. Und genau jetzt glauben Milliarden Leute, dass Raoul Menendez ihr Retter ist. Ich sag's euch, Jungs. Er ist es nicht. Es wäre gut, ihn schnell zu töten. Es passieren schlimme Dinge. Oh. Hört sich gar nicht gut an, meiner Meinung nach. Vielleicht findet ihr das ja gut. Menendez hat hier draußen eine verfickte Privatarmee versteckt. Kubaner. Die Elite. Topmoderne Technik. Wie viele Anhänger hat Cordis Deal momentan? Eine Milliarde vielleicht? Eher zwei, die niemals glauben, dass sie einem Terroristen folgen. Für sie ist Menendez der Retter. Dann steht Cordis Deal eine herbe Enttäuschung bevor. Dann schauen wir mal, was Menendez da unten versteckt. So, und hier sehen wir uns aber auch... Halte die Leine in Schwung! Lass mich hier nicht hängen! Doch, ich lass dich hier hängen. Oh, wie geil ist denn das? So, hier sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich sag danke fürs Zusehen. Wenn wir das Signal geben, seid ihr wieder dabei. Tschüss, Leute. Wir müssen los, Hatchen.